Ich würde gerne euch allen die Kurse von Axel Hedicke empfehlen. Er gibt zusammen mit Sabine in der Volkshochschule regelmäßig Kurse zum Thema Immunsystem, Darmgesundheit und auch inneren Frieden, Verbindung zu euch selbst. Und ich weiß, er würde das niemals von sich selbst aus machen, deshalb spreche ich jetzt die Empfehlung für ihn aus. Geht in die Kurse, lernt etwas. Macht euch nicht nur Gedanken über die Souveränität des Landes, sondern über die Souveränität für eure eigene Gesundheit, für euer eigenes Leben. Und das fängt bei der Ernährung an, mit der inneren Einstellung, ob wir Angst haben oder ob wir voller Zuversicht sind, hat einen enormen Einfluss auf unser Immunsystem, auf unser ganzes Sein. Und wer Frieden im Land wünscht, der muss erstmal Frieden im Herzen schaffen. Und wer Freiheit im Land wünscht, der muss erstmal die Freiheit in sich selbst entwickeln. Und diese ganzen Themen könnt ihr natürlich euch auch aneignen, aber es ist doch deutlich leichter, das in der Gruppe zu machen. Also nutzt die Gelegenheit, ihr habt hier tolle Leute in der Stadt, geht in die Kurse, informiert euch, wendet das an. Nur das Wissen reicht nicht, es muss auch umgesetzt werden, denn über Politik kann man ganz viel streiten und kann man ganz viel frustrieren und kann man ganz viel sich wunderbar aufregen. Aber all das zieht euch runter, das zieht die Gesundheit runter, das zieht die gesamte Stimmung runter und wir brauchen die Kraft, wir brauchen die Energie und wir brauchen unsere Gesundheit, Körper, Geist und Seele. Also kümmert euch auch darum und verbindet euch, bringt euch, macht euch, ja, holt euch die Informationen ein. Trefft euch nicht nur zum Beschweren, trefft euch zum Lachen. Es gibt Lach-Yoga-Kurse, sogar online. Ja, das klingt albern, aber macht es, das hilft. Das hilft. Also die Einheit zwischen Körper und Geist. Dass wir gemeinsam eine Zukunft, eine Gegenwart aufbauen, die gesund ist für Körper, Geist und Seele in Harmonie, Frieden und Freiheit. Danke.